meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer neuen Folge von GTA Online. Dieses Mal mit ein paar Leuten im Hintergrund, man hört es schon. Dieses Mal wird man hier weniger uns auf Real Talk oder sowas konzentrieren. Dieses Mal gehen wir mehr auf die Rennen. Wir werden einfach alle jetzt zerfucken, wie es noch geht. Wir haben wieder das Home One. Ich weiß nicht, ob man es im letzten Part noch gesehen hat, dass wir das ausgewählt haben. Ich habe nichts gewettet, also ich hoffe mal, ich gewinne nicht, weil... Okay, gewinnen wir natürlich schon ziemlich, ne? Oh fuck, runter, sonst fliegen sie alle auf mich. Das wäre richtig scheiße, what the fuck? Dieses hässliche Wichsgesicht. Ja, ich weiß, Beleidigung ist immer wieder schön im Livestream. Livestream nur, eine Aufnahme zu erzählen. Aber ich verdiene kein Geld, deswegen habe ich auch keine Angst, dass ich entmodernisiert werde. Sondern ich habe einfach nur Angst, dass mich keiner mehr mag. Aber ich glaube mal, deswegen werden mich umso mehr mögen. Und ich bin schon wieder vorbeigefahren. Das kotzt mich richtig an. Jojojojo, das war knapp. Ja, heute war auch eine Demo gewesen. Also heute am heutigen Tag, fällt mir gerade noch nebenbei ein, habe ich gerade noch mal ein Video auf Facebook gesehen. Eine Demo in Görlitz gegen die Schließung des Siemenswerks. Dieses Mal war ich nicht dabei, weil ich musste arbeiten. Ich hätte mir auch Urlaub nehmen können. Aber ich habe es da ein bisschen verpeilt gehabt. Sonst hätte ich das echt gerne gemacht, wieder ein Video dafür gemacht. Ich hatte ja damals für Bombardier gemacht gehabt. Da arbeitet nämlich ein Freund von mir. Deswegen kam ich erst drauf, dass Bombardier überhaupt eine Demo macht. Eine, so ein... Ja, Warnstreik-Demo. Also Siemens hat einfach eine Demo gemacht, die gegen die Schließung des Werkes in Görlitz sein soll. Das Werk soll angeblich geschlossen werden. Und ich bringe den Typen um. Alter, wenn... So, welche hässlichen, dreckigen Wichser. So, schön über die jetzt springen. Können Sie mich mal... Ja, wir waren ja letzten Part so ein bisschen am Ende gewesen, was ihr gerne sehen möchtet oder wo ich auch hinlande und alles mögliche, wo ich nächstes Jahr überall hingehe, weil ich kriege doch schon mit, dass die Real-Life-Sachen ziemlich nice ankommen, wenn man die ordentlichen Städte nimmt und sowas. Man könnte auch Berlin mal zeigen. Ein Problem an der großen Sache ist, ich war schon mal in Berlin und ich muss sagen, auf den ersten Blick ist Berlin für mich persönlich nicht eine schöne Stadt, sondern einfach mal so Plattenbau. Ich habe noch nie mal richtig Brandenburger Tor oder sowas gesehen. Ich war auch nicht lange gewesen, aber ich habe den Ort gefunden, wo minutenlang wo teuer gequatscht wird und das sinnlose Zeug. Okay, ich habe es nicht ganz so gut wie der eine Spruch, den ich mal gefunden habe. Aber jo. Ne, den Ort war ich davor gewesen, Bundestag. Aber sonst habe ich keinen Plan von Berlin. Ich habe kein Aufbauschema. Ich weiß nicht, wo was passiert ist. Ich habe einfach keinen gewissen Plan. Theoretisch müsste ich mich mit Raccoon Starplay treffen. Denn er kommt in der Nähe von Bayern. Hm. Von Berlin, wenn ich sogar in Berlin. Also, ja. Ich habe ihn damals nicht in Berlin abgeholt, sondern außerhalb. Also, ich wollte gerade sagen, ist ja ziemlich leise. Hörenkoller. Also im Heli habe ich mich jetzt echt verbessert so im Fliegen. Aber nur durch das hier. Also ich habe jetzt nichts Besonderes gemacht. Ich werde mir vielleicht mal ein Heli holen. Ich besitze bis jetzt nur ein Flugzeug und noch kein Helikopter. Aber mit einem Helikopter kann man auch vieles machen, oder so ein Runner oder sowas, könnte man sich auch mal holen. Weil es gab ja heute für mich 400.000 Geld. Ziemlich nice. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt hier davor gespielt. Und ja, nochmal zurückzukommen, nächstes Jahr ist für mich eine Sache jetzt mindestens nach Hamburg und nach Kolle wieder zu fahren. Köln bin ich sogar vielleicht dieses Jahr ein bisschen länger als letztes Jahr. Letztes Jahr war ja
nur für die Gamescom gewesen. Wir wollten nicht mehr machen oder haben nicht drüber gesprochen, sagen wir mal so. Wir haben nicht drüber gesprochen, ey, yo, hast du Bock mehr zu machen und sowas. Wir haben einfach gesagt, okay, gut, Gamescom, länger dann danach kümmern, jedenfalls nicht, weil wir beide arbeiten müssen. Haben wir noch eine Runde? Ja, schnellste Runde, nice. Und dann mal gesagt, okay, wir machen nur vom von Donnerstag bis Sonntag waren wir dort gewesen. Freitag, Samstag, Sonntag waren wir Gamescom drin gewesen. Und da haben wir ja uns am Abend vom Freitag nur, vom Donnerstag noch die Stadt angeguckt. Wir waren hier lange unterwegs gewesen, wir waren 700 Kilometer mit, oh, wie lange waren wir unterwegs? 8-9 Stunden, ich weiß es gerade überhaupt nicht mehr. Wenn nicht sogar noch länger. Und da haben wir abends dann gesagt gehabt, okay, wir haben jetzt im Hotel eingecheckt. Wir haben nachgefragt, wie es mit dem Parken ist. Wir haben was gegessen gehabt oder, wir haben noch nicht gegessen gehabt. Wir haben gesagt, okay, wir essen dann in Köln mal was. Wir gucken einfach mal, wo muss ich überhaupt nächsten Tag hinfahren, denn ich war ja der Fahrer von uns gewesen. Das ist mir auch noch nie passiert, nice. Daher war mein Blut leck. Ich war noch nie in Köln gewesen, ich wusste auch nicht, wo die Gamescom war. War ziemlich einfach zu finden, dann waren wir aber stundenlang, gefühlte Stunden, haben wir nach ein Parkhaus gesucht, das relativ günstig ist oder eine Parkmöglichkeit. Und da haben wir dann mal eins gefunden gehabt, was dann billig wurde, dadurch, dass wir, glaube ich, um 10 dann da waren oder um 8 oder weiß der Geier, wann wir eigentlich dort waren. Das war ja, waren dann eben nochmal schnell ein bisschen laufen, spazieren hat sich immer so. Also wir waren ein bisschen am Flüsterte und haben uns dort ein bisschen angeguckt, am Hafen. Und Junge, wenn du mich nicht schubst, schubst ich dich nicht. Braver Junge. So. Nice. Ja, dann waren wir eben essen und sind dann zurückgefahren. Den nächsten Tag ging es ja dann zur Gamescom. Ja. Take it slow, mystery.
ich habe gewonnen und ich habe gerade einen wichtigen Anruf bekommen. Ich weiß, gerade alles rausgeschnitten haben am Ton. Trotzdem, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen unten, schreibt in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt ihr immer das Wort. Ciao, ciao.